Eventfrohes neues Jahr zum Auslösen anklicken. Das Jahresende rückt näher und die Bürger überprüfen ihre Lagerbestände. Die sind voll. Sie fragen sich, was sie zur Neujahrsfeier vorbereiten sollen. Huch, können wir leider nicht. Ja, machen wir neue Kleidung. Nee, wir haben keinen Kuchen. Wir können jetzt in der Bäckerei Kuchen machen. Wo ist die Bäckerei? Müsste ja gebaut sein. Oh mein Gott, wir können Toast herstellen. Ist das toll. Und Kekse. Und für Kekse. Oh toll. Zucker? Eine Zuckerfabrik. Muss Zucker rüber. Habe ich eine Zuckerfabrik? Nee, ne? Das ist ausgebaut. Dann müsste ich eine Zuckerfabrik noch bauen. Und Butter habe ich leider auch nicht. Weil dafür bräuchte ich Butterei und dafür bräuchte ich mit Milch. Aber Toast können wir machen. Hier habe ich keine Marmelade. Wofür habe ich jetzt die Bäckerei gemacht? Ich habe keine Marmelade, kein Zucker und... aus Früchten. Marmeladenwerkstatt. Schwerverdauliches Essen, das sich bei langfristigem Konsum negativ für die Gesundheit... Das macht nichts. Das macht nichts. Das wird wegtrainiert. Die laufen die ganze Zeit hin und her. Da ist das, das Toast mit Marmelade, das ist schnell wieder weg, weglaufen. Ja, als erstes kann ich, glaube ich, die Zuckerfabrik machen, weil ich ganz viel Zucker habe. Kann ich die denn schon machen? Die Zuckerfabrik. Nur natürlich nicht, ne? War ja klar, dass das nicht geht. So, da das noch nicht geht, machen wir hier erstmal die Bäckerei zu. Weil ich möchte mir jetzt mit dem Punkt, der jetzt hier kommt, möchte ich den Bausatz haben. Ne. Da warte ich schon so lange drauf. Ein Teeladen und eine Süßwarenwerkstatt. Oh mein Gott, da ist der Charlie drin. Da müssen wir einen Charlie einstellen. Der passt noch. Und der ist qualifiziert, nur zu arbeiten. Eine Heizung. Aha. Er besorgt die Gebäude in der Nähe und näheren Umgebung mit Wärme. Ist ein Kesselhaus. Ist ja toll. Lass mal kurz gucken. Wo ist denn das Essen? Die Verarbeitung. Wo kann ich denn jetzt hier Zucker? Hier. Ja, aber ich möchte jetzt erst den Bausatz haben. Wo ist der Bausatz? Sonst vergesse ich mich wieder, wo der ist, ne? Wie jetzt zum Beispiel. Bergbau, Schmiede. Repair. Jetzt muss ich... Jetzt müsste das aber die Schmiede hinkriegen, ne? Oder muss ich jetzt was Neues bringen? Hier, guck mal, das ist was Neues. Was ist da jetzt neu? Ich weiß nicht, wo ich da drauf kriegen soll. Ich habe jetzt einfach noch... Ach, das ist jetzt halt einfach noch eine Schmiede. Das ist so verwirrend. Da habe ich zwei Schmieden. Okay. Wo baue ich dich denn hin? Warte mal, was braucht man? Ich habe keine Ahnung. Ich baue dich da oben hin. Guck mal hier. Ich glaube, hier bist du in guter Gesellschaft. Ja. Okay. Wo ist denn meine Glaswerkstatt? Maurer, Seife, Hüttenwerk. Mal Hüttenwerk. Klar, hier. Dann gehen wir mal wieder auf Glas, da haben wir nicht mehr so viel.
Ja, gut. Was ist denn hier los? Neuer technischer Punkt, den habe ich eingesetzt. Neuer Viehbestand. Ein Handelsschiff ist angekommen. Und 17 Bürger wollen neue Häuser. Nee. Was ist denn für ein Viehbestand? Nee. Haben wir nicht. Oder war das das Putenfleisch vielleicht? Vielleicht ist direkt eine Pute neu gekommen, als die hier vernichtet wurden. Kann auch sein, ne? Ich habe hier nichts mit neuem Vieh. Und dann gucken wir mal, was das Schiff hier hat. Hallo? Bienenwachsfutter? Seidenraupen gucken. Das wollte ich auch nicht. Ich habe extra diese Maulbeeren gemacht. Und jetzt habe ich bald Maulbeerblätter. Aber ich habe kein Seidenraupenhaus. Warum habe ich kein Seidenraupenhaus? Ah, hier deswegen wahrscheinlich. Ja, yeah, das ist gut. Oh, Sand. Was in der Goldgräberhütte durch 7 von Sand gewonnen wird. Ich hatte hier ja diese Zeichen, ne? Ich denke mal, dass das hier Goldsand ist. Spezielle Medizin. Wo kriege ich das denn her? Die in der Apotheke aus Baumwollstoff, Glasflaschen, Salbe oder medizinischen Öl hergestellt wird. Mhm. Das kann den Stress auch verringern. Ah. Okay. Kartoffeln. Warum habe ich eigentlich keine Kartoffeln angepflanzt? Achso, ich habe den Saatgut noch nicht, ne? Wird in Brauereien verwendet. Winterfest und direkt essbar. Die Saat kann durch Handel erworben werden. Schwer verdorrtes Essen, dass ich. Also Kartoffeln will ich schon gerne mal anpassen. Vielleicht kaufe ich mir die jetzt auch mal wieder einen Kartoffelsamen. Oder irgendwas anderes. Damit wir mal was Neues anpflanzen können. Ja, aber ansonsten hatten. Mann, jetzt habe ich das weggeklickt. Hatten die jetzt nur Süßigkeiten, ne? Pferdefleisch. Pferdefleisch? Oh, die haben Pferde. Okay. Aber ansonsten haben die nichts. Möbel vielleicht noch. Oder habe ich noch 99 Ofen? Nur durch Handel erhältlich. Habe ich einen. Ja, komm, wir nehmen dann machen noch einen Ofen. Irgendwelche Häuser kann ich damit noch stoppen. Komm, wir nehmen einfach einen Ofen, wenn die da schon angeboten werden. Okay, danke. Komm gerne wieder vorbei, ne? Jetzt kurz mal, was ich hier bestellen kann. Wobei, ich werde erstmal auch erstmal was einlagern hier. Nicht irgendwas, was wir sehr viel haben. Holz zum Beispiel. Ich gucke einfach mal, ob man das wieder tauschen kann. Oder ob es nicht geht. Ein Hundebild habe ich noch. Wo ist eigentlich die Katze? Okay. Wir nehmen Holz. Sag mal, dass er hier noch einstellen kann, ne? Müsste das doch gehen. Sonst hätten die das ja komplett rausnehmen können hier. Ja, 500 wollte ich erstmal. Mach das doch mal dahin. Und dann gucken wir beim nächsten Handelsschiff, ob wir das verhandeln können. Handeln. Ja. Ich könnte auch Scheiße hinpacken. Falls es geht, können wir schon mal Scheiße verpacken, vielleicht. Wobei die Scheiße jetzt auf den Feldern gebraucht wird, ne? Ist vielleicht gar nicht so schlau. Das heißt, man muss eigentlich nicht Scheiße hier. Hier. Nee, lass mal. Hier ist wieder. Ist schon wieder ein Jahr rum. Wir hatten noch gar erst Februar. Ich würde gerne noch Felder umwandeln in andere Felder. So ein Tomatenfeld vielleicht. Nein. Dann kriegen wir mehr Tomatenertrag.
Tja. Hier sieht man leider kaum, der ist im Baum verschwunden. Der ist auch cool. Ich hatte noch 5. Die Scheuchen könnte ich ja jetzt eigentlich mal. Auf die Felder packen, ne? Ja, wir hatten Tomaten. Am besten auf die Felder, die bereits in Blümefelder umgewandelt wurden. Man könnte es sehen, wenn das Tomaten-Symbol nicht da wäre. Ach, jetzt kann man es sehen. Er sieht aber komisch aus. Macht ihm doch ein richtiges Gesicht dahin. Davon lassen doch die Vögel sich nicht abschrecken. Er muss richtig grausig aussehen, so wie der hier. Der Schreck hat tatsächlich ein Messer in der Hand. Ach ne, hat einen Handschuh. Ich dachte, der hätte vielleicht so eine Sichel oder sowas. Mhm. Okay, wo wollen wir... Wo wollen wir das noch machen? Hier bei den hier. Ertragssteigerung. Alles klar, nehmen wir. Und dann... Hier auch noch. Ach ne, das ist schon ein... Hier noch. Bei dem auch. Jetzt müsste ich, glaube ich, eine noch haben. Hab ich 5 gekauft? Ich meine, ich habe 5 gekauft. Da und da. Dann hatte ich das hier und das hier. Und ich meine, das ist aber auch noch. Ja. Hier auch noch eine rein. Ach nee, ich habe gar keine mehr. Ich hatte 4 gekauft, okay. Ich glaub, ja, ja, ich hatte 4 gekauft wegen 10.000 und so. Gut, dann werde ich jetzt mal einen Samen in Auftrag geben. Manchmal kriegt man ja. Kriegt man nicht auch manchmal Saatgut so, dass man die findet? Ich meine, das war. Durch diese, ne, die ich hier weggemacht habe. Aber da hat sich halt auch ewig nichts ergeben, ne? Dass ich die noch hatte. Ich kaufe die lieber, dann kriege ich die schneller, glaube ich. Ich kaufe da mal was. Bestellen. Ich hätte gerne Kartoffeln. Oder Kaffee? Vielleicht mal Kaffee. Das Essen nimmt irgendwie ab, ne? Tabak. Bier. Ich sollte vielleicht doch nochmal so ein kleines Gemüsengärtchen nehmen, damit ich vielleicht zufällig da doch mal wieder so ein Saatgut finde. Ich glaube, das war durch dieses Gemüsegärtchen sammeln, ne? Naja, auf jeden Fall werde ich mir jetzt mal den Kartoffelsamen hier holen. Ich möchte Kartoffeln haben. Die guten Pommes, ne? Jeder braucht Pommes. Und Bratkartoffeln. 10.002 kostet. Nehmen wir. Intervall zwischen Bestellungen ein Jahr. Das ist ja mies. Ich glaube, ich werde wieder so ein Gemüsegärtchen machen. Das war mit dem Gemüsegärtchen. Ja. Wo war das denn? Hier, Sammelstation. Oder wie kriegt man Samen? Steht jetzt nicht dabei, ne? Wie steht das in der Hilfe, wie man nochmal Saatgut bekommt? Wo ist denn die Hilfe?
Oh. Guck mal. Erhöht den Ertrag aus Ackerbau beim Bodenforst. Was soll das? Meint das? Ah, da muss ich dann da Felder hinmachen. Ach so. Das heißt aber nur fruchtbarer Boden. Ja, jetzt erkenne ich das auch. Ich dachte, das wäre Goldstaub. Leider habe ich nur noch diese, ne? Die anderen sind gar nicht mehr da, die Symbole. Wahrscheinlichkeit, Jungtiere bei der Jagd zu fangen, beträgt 100%. Hatte ich dieses Symbol überhaupt schon mal? Gibt's bei mir gar nicht. Kann ich die an- und ausschalten? Nö, irgendwie nicht. Ne? Ist auch eine sehr frühe, eine frühe Version, die ich hier spiele. Vielleicht geht das bei anderen Spielen. Also die man dann neu anfängt. Vielleicht ist dann hinter die Symbole dann da. Ja. Ja. Ja, wichtige Ressourcen war das nicht dabei. Vielleicht bei der Stadtentwicklung, Handel, Verwaltung, Einwand, nein. Ist jetzt auch nicht, wo man was bezahlt finden könnte. Hier. Weiß ich nicht. Ich werde noch mal. Ich meine, ich kann mich erinnern, dass das halt mit diesen Sammelstationen zu tun hatte, dass man da eventuell irgendwann mal auch ein Saatgut bekommen. Aber ich kann auch mittlerweile anders sein oder war auch nie so. Ich weiß nicht. Ich mach's jetzt trotzdem, ne? Mach das hier hinten hin. Achso, das muss ja ein gut. Muss ja ein Wald um sich drum haben, damit das überhaupt funktioniert. Aber ist halt wieder da oben hin. Ich glaube nicht, dass ich mich hier in die Ecke ausbreiten will. Dann machen wir hier hin. Oder lieber hier? Ich glaube, hier ist mehr zu pflücken. Hier ist halt so richtig viel Wald, ne? Ist halt auch sehr weit weg vom Schuss, ne? Oh mein Gott. Mach ich hier wieder ein Zelt hin. Ah, hier hat der Jäger, glaube ich, einen Alpaka getötet. Okay. Dann machen wir jetzt hier noch eine Straße hin, damit die schneller unterwegs sind. Oh, ich habe es in eine Büffelherde gepflanzt. Ja, ihr müsst, glaube ich, jetzt umziehen. Ja. Weiß nicht, wo man hier. Ach, hier ist die Straße. Okay. So. So. Und dann machen wir hier noch ein Zeltchen. Dann können die sich da aufwärmen. Aber außerhalb der des Pflückungsbereichs. Ja. Ich überlege, ob ich jetzt vielleicht hier den Jäger umsetze. Einfach weiter hier in die Richtung, weil hier sind Büffel. Ich mache den Jäger, glaube ich, hier hin. Dann kann der hier mehr. Ich weiß nicht, wie dem seine Laufrange ist. Ne? Machen wir noch ein neues Jägerhäuschen dahin. Wenn ich es denn finde. Guck mal, die upgraden die Jagd. Nee, okay. Dann machen wir hier noch hier den Jäger hin. Perfekt. Und er kann ja entweder das Zelt benutzen oder
Das Zelt würde ich umbauen. Zelt marschieren. Oh. Und das kommt weg. Bauen wir noch Eisenerz. Hatte ich nicht ganz viel hier gesammelt. Das haben die auch nicht gemacht. Ja, dann sammeln wir noch mal Eisenerz. So, wir haben ein Pünktchen, ne? Ja, habe ich schon ausgegeben. Okay. Habe ich extra die Akademie gelernt, ne? Damit ich die bauen kann, damit es mehr. Damit es hier schneller geht. Kann ich die nicht bauen, wegen dem Bauernsatz. Bauernsatz habe ich noch jetzt. Die könnte ich doch jetzt herstellen, oder nicht? Ah ne, ist noch nicht gebaut. Was brauchst du denn? Stahl. Und das Kraftstofffilter. Ihr müsst schneller arbeiten. Luxusmöbel, da könnte ich hier noch einen weiteren einstellen, aber. Hm. Wir haben noch 260. Hm. Ah, hier ist das ganze Eisenerzgitter hier drauf. Das Stahl. Okay. Mhm. Ich weiß, dass ja hier auch nochmal ein Fischgrund gewesen ist, ne? Das ist jetzt verschwunden. Gut, dass ich das alles schon gesetzt hatte, ne? Hier diese Fischmarker weg sind. Oder braucht man die gar nicht mehr? Ich kann auch überall so eine Hütte bauen. Aber brauche ich nicht mehr, glaube ich. Was ist denn hier los? Zufriedenheit und... Wir haben bestimmt wieder keinen Alkohol, doch haben wir. Und nur wenig. Und die Gesundheit nimmt ab. Oh, wir haben keine Medizin mehr. Warum nicht? Futtern die die? So? Hier ist keiner eingestellt. Ah je. Das ist jetzt so blöd, ne? Jetzt, oh nee, jetzt muss ich wieder Kräuter markieren. Oh, ich hasse das Spiel. Ich geh. Nein! Oh, da kommen wieder. 100 haben wir. 98, 90. Ich hoffe, das reicht. Muss ich jetzt hier noch markieren? Nimmt ab, ne? So, der ist gebaut, ne? Die schmeißen wir raus. Das wird abgerissen. Oh nein! Nicht, dass wir jetzt alle wegsterben. Was ist mit der Seife? Haben wir Seife? Ja, geht baden. Mhm. Wir haben nur noch 79 Fett. Ach nee, wir haben 3000. Okay. Ja.
Ah, es wird besser. Okay. Sehe ich halt nicht, ne, wo die Kräuterchen sind. Ein Arzt da. 18 Arbeiter. Neues Saatgut. Ist das schon angekommen? Oder ist das jetzt einfach nur... Ist das jetzt, weil ich jetzt so lange darüber lamentiert habe, dass kein neues kommt, dass jetzt das Spiel jetzt netterweise eins zugespielt hat? Ich glaube aber nicht. Wo ist es? Sammlung. Nee, waren die Kartoffeln. Okay. Gut, danke. 17 Bürger wollen neue Häuser hier. Ja. Okay, ich muss den Winter abwarten, damit ich die Kräuter markieren kann. Damit die Leute wieder Gesundheit kriegen. Aber ich werde jetzt erst kurz auf Toilette gehen. Kurz Pause machen hier. Also, ich bin mal hier, ne? Ich spreche schon. Dann bin ich gleich wieder da. So, dann schmilzt mal Schnee. Dann können wir hier ziehen. Oh, ein Lehrer fehlt. Jetzt können die Schüler wieder kommen. Ja, wie sich das hier ändert. Okay. Muss langsam, glaube ich, auch was mit dem Alkohol machen. Ne? Je mehr Leute hier kommen, desto mehr wollen die auch saufen. Sich ein alkoholisches Getränk gönnen, um es besser auszudrücken. Ja, und da werden die beiden Destillerien hier, wo jeweils nur ein Mitarbeiter ist, die werden da nicht lange durchhalten. Also die werden das nicht schaffen, den Nachschub zu liefern. Und dann werden die hier immer mieser drauf sein. Aber ich denke, erstmal mache ich jetzt ein paar Häuser, ne? Da wollen 17 Leute Häuser haben. Und ich warte darauf, dass der Schnee schmilzt, damit ich heute markieren kann. Ich habe nur noch 3. Vielleicht reicht das ja. So. Warte. Ich kann ja jetzt auch, wenn ich einen Bausatz habe, ne? Wenn das Ding gebaut ist. Da fehlen noch 5 Stahl. Wenn da hier der Bausatz gebaut wird, kann ich ja auch die Luxushäuser bauen. Ja. Ja, dann warte ich mit den Häusern noch. Könnte ich die Häuser auch upgraden? Könnte ich. Ah, ich kann die auch upgraden. Na gut. Gut, dann brauche ich erstmal so normale Häuser. Einmal so. Und einmal. Mal so. Siehst du jetzt anders wieder noch aus, ne? Oder ist das nicht so gleich aus? Was hier jetzt? Einwanderer sind angekommen. Ich nehme alle. Gib mir alles. Ich habe zwar keinen Platz für euch, aber macht nichts. Oh, gerade Häuser. Ja, und dann Event, die Ankunft eines Sommeliers. Also Sommeliers. Was ist das denn? Kenn ich nicht. Ein selbsternannter Meister Sommelier. Siehst du das? Kommt in deine Stadt und glaubt nicht, dass die Menschen in der Stadt einen guten Wein herstellen können. Du spuckst größere Töne. Zeig mir doch mal den Wein in deinem Lagerhaus.
Den habe ich schon. Da hat der schon recht, ne? Wir können keinen Wein herstellen. Zeige den Premium-Wein im Warenhaus, ne? Verweigere sie. Was ist denn ein Sommelier? Sommelier, was hätte der denn gemacht, hätte ich statt. Ich weiß nicht, was das ist, ne? Hat was mit Wein zu tun. Aber da ich ja keinen Wein trinke, ne? Ich trinke ja so gar keinen Alkohol. Ich habe keine Ahnung. Sommelier. Yeah. Ein Sommelier. Nee, wird französisch ausgesprochen. Auch Wein, Kellner. Ah. Arbeitet entweder im Restaurant und berät die Gäste und den. Also der Sommelier oder die Sommeliere. Sommelier ist in der Gastronomie oder im Fachhandel beratend tätig. Er empfiehlt den Gästen oder Kunden Weine, die nicht nur ihren persönlichen Vorlieben entsprechen, sondern auch mit den dazu gereichten Speisen harmonieren. Die ursprünglichen Bedeutung von Sommelier ist Weinkellner. Hm, okay. Wie bist du jetzt auch? Mach doch mal hier wieder. Ja, okay. So, sind da jetzt Leute ab? Doch los, 10 Stück, ne? Ich baue gerade Häuser. Müsst ihr euch gedulden? Da kommen 2 Häuser. Ich baue noch mehr Häuser. Hier würden noch 2 nebeneinander passen. Oder nee, würden nicht, ne? Oder passt nicht mehr. Nee, der passt nicht wegen einer Ecke. So. Ich hoffe, die Häuser reichen. Was fehlt denn da jetzt noch? Wir haben noch genug, ne? Das läuft schon wieder ein Mörder rum. So, ich kann Kräuter markieren. Ist ja auch mehr wie so ein Wimmelbild, ne? Wo ist Waldo?
Ich denke mal, das reicht. Wir haben jetzt viele Arbeiter, ne? Dann machen wir die mal die Sachen hier voll. Machen wir hier noch einen rein, obwohl es eigentlich nicht wirklich notwendig ist. Dann machen wir hier noch einen rein. Bei den Tomaten. Wasser wird schon wieder weniger, sehe ich. Ja. Okay. Ich glaube, mehr habe ich nicht, ne? Wie gehen die Arbeitsstellen aus? Das hatte ich ja noch nie. Okay. Manchmal schon so ein bisschen, aber nicht so wundervoll. Hier arbeiten. Okay. Ja. Und hier? Hier muss ich was auswählen. Und zwar nehmen wir erst mal Glas. Machen wir ein bisschen mehr. Wo kann ich denn noch mal Ziegeln herstellen? Ich glaube. Oh. Wie viel Dünger haben wir? Guck mal hier. Ganz viele Leute können hier Scheiße zu Dünger machen. Dann kriege ich hier auch mal das Scheiße aus dem Lager raus. Ja. Hab ich vergessen, ne? Dass die das nicht, dass die ja Dünger brauchen und nicht erst einfach so um ein Feld schmeißen. Gut. Wo ist meine Mauerwerkstatt? Seife? Mit Ziegelstein und so, ne? War das das hier? Ziegel, achso, okay. Nee, mach mal weiter Glas. Was habe ich denn hier gemacht? Lass mich kurz mal den Straßenbelag. Ist das jetzt Steinboden hier? Ja, Pflasterstein ist besser, ne? Der Steinboden sieht hübscher aus, finde ich. Was sieht schöner aus? Aber da laufen die halt nur 50% schneller. Ja, Pflastersteine. Muss ich mal gucken, ob ich das machen kann. Wie viel habe ich denn davon noch? Und wo kriege ich Pflastersteine her? Auch hier bei der Ziegelwerkstatt. Wo war die denn jetzt hier? Nee. Hier? Nee, wo war denn hier die Pflastersteinwerkstatt? Ah, hier. Na, da kann man noch eine reinmachen. Okay, die macht nur Pflastersteine, ja gut. Ja, macht mal. So, dann überlege ich hier, ob ich die nächste andere Schmiede auch noch aufwerte, aber ich würde mal vom Stahl hier weggehen und gehen kurz nochmal auf Eisen. Da haben wir auch nicht so viel, ne? Und Stein. Oh. Ich will nicht wirklich wieder auf Stein rübergehen. Haltbarkeit 100. Haltbarkeit 250, die geht dann schneller kaputt, ne? Eisen 105.
Nee, dann bleibt man mal Stahl. Dann kann die andere Schmiede denn. Macht die andere Schmiede. Was macht das? Was machst du? Du machst Stein. Werkzeug aus Hartholz. Ich musste jetzt nicht unbedingt aufwerten, solange die eine Schmiede da ist. Ein Handelsschiff ist angekommen. Oh, hallo. Was bringst du mir? Oh, Croissants und so. Die könnte ich auch selber machen, ne? Das geht halt gerade noch nicht. Ein Tusu-Wein. Was? Wird in der Brennerei aus Kräuter und Wasser hergestellt. Oh. Kann die Gesundheit und das Glück der Bürger verbessern. Und sich für eine gewisse Zeit immun gegen die Pest machen. Die Pest. Ich habe da so ein anderes Spiel, ne? Da ist auch die Pest gewesen. Nee. Seit wann gibt's die Pest? Tu so rein. Aha. Wo kann man das machen? In der Brennerei. Die kann ich noch nicht, ne? Nee, aber ansonsten würde ich jetzt hier gerade nichts nehmen wollen. Das ist echt ein Werkzeugsatz. Keine Ahnung, wo man das herkriegt. Nee, lass mal. Tschüss. Eine Katze oder einen Hund hätte ich genommen. Ah ja, ich könnte, da ich jetzt die Kartoffel habe, ne? Könnte ich auch Kartoffelfeld machen. Wie viel von den Weizen haben wir mittlerweile? 1000. Und hier? 1000. Und Erbsen? 1700. Tomaten. Die Tomaten essen die halt irgendwie am ehesten, ne? Soll ich ein neues Feld anlegen? Zuckerrohr. Ich habe nur ein Zuckerrohrfeld, ne? Ich habe genau. Es wird immer mehr. Ich habe nur ein. Ich habe. Okay, ich würde das. Das Feld hier, ne? Ich würde das Feld hier. Würde ich Kartoffelfeld ummachen. Mit dem Platz. Mit diesem kleineres, naja. Machen wir hier Kartoffeln jetzt. Ja. Platz haben wir genug. Das muss verarbeitet werden hier. Das verstopft die Lagerhäuser. Okay. Aber das Leinen verbrauche ich ja auch in der Kleiderwerkstatt, ne? Wo ist denn die jetzt schon wieder? Da. Ja, ja. 12.943 Federn. Ey, was kriege ich denn da so für eine Feder? Möchte ich doch verkaufen. Die kann ich gar nicht alle verarbeiten. Wir reservieren einfach mal 1000. Ach komm, machen wir mal. Machen wir mal 5000. Wir haben genug. Und handeln. 500. Hinzufügen. Zwei Silber. Das ist doch gut. Hier kann ich wieder auf Porzellan rüber wechseln. Ich glaube, die ist eh still, ne? Ja. Na, hier. Dann wechseln wir wieder auf Porzellan. Machen wir hier noch einen rein. Was ist hier los? Wir haben 200 Glas und 200 das eingestellt. Was können wir denn noch machen? Dann machen wir wieder Ziegen hier. So. Auswählen. Ziegel mache ich mal ein bisschen mehr. Geht gar nicht mehr. Kann man hier gar nicht einstellen hier. Mehr Einheiten. Ich kann gar nichts machen. Ah, jetzt. Oh.
Es ist verzögert irgendwie. Das dauert eine Weile. Ja, machen wir 62, passt schon. Da tut sich nichts mehr. Ich speichere mal lieber, ne? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich das hier gerade aufhängt. Mit den Kartensee 1000. Ich finde den gar nicht so toll, ne? Zu viele Berge finde ich hier rum. Schwierigkeit normal. Im letzten Jahreszeit gab es 2 Geburten. Okay. 200 Leute. Boah, der Stress ist auf 0 runter. Toll. Hatte ich das schon mal? Weiß gar nicht.